Ja, hallo Barbara. Erstmal herzliche Gratulation zu deinem Sieg heute beim Jänner-Stier. Wie war denn das Rennen für dich? Die Situation heute war nicht ganz einfach für die Rennsportler. Es ist super viel Schnee. Wie hast du es erlebt heute? Ja, ich sag mal so, wir trainieren ja bei solchen Verhältnissen genauso. Also wir kämen mir bei den Verhältnissen genauso eigentlich zurecht, finde ich. Und ja, ich sag ganz ehrlich gesagt, ist die Strecke eigentlich mir zu gut gekommen, weil einfach die Abfahrt so kurz war, dass man da eigentlich nicht viel rausholen können hat. Ja, Abfahrt, wie du oft betonst, nicht gerade deine Stärke, deswegen heute wahrscheinlich auch doch ein recht deutlicher Vorsprung vor Steffi Koch. Wie ist das? Findest du es gut, wenn beim Skitourenrennen eine Tragepassage eher wegfällt, so wie heute beim Jännerstier, wo der Weg zum Gipfel ja leider durch die Lawinengefahr nicht gemacht werden konnte? Oder hättest du gern auch mal eine Tragepassage dabei gehabt heute? Ja, ich sag mal, die Tragepassage, die hätte mir jetzt, glaube ich, nicht weh du. Also, die macht mir genauso Spaß. Aber mir ist eigentlich egal, ob es dabei ist oder nicht. Also. Aber der Weg durch den Spinnergraben, der wäre heute wahrscheinlich bei dem Meter Neuschnee relativ schwierig gewesen für dich, ne? Ja, also da hin runter meinst du, oder? Ja. Ja, der war sicher schwierig. Und ich glaube, wenn es so gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich den Vorsprung gehalten hätte. Okay, es steht noch der Damka-Wurm an in Mittenwald. In 2 Wochen wirst du da an den Start gehen. Und wenn ja, mit wem? Ist ja ein Teamwettbewerb. Ja, ich sag mal, das ist nur eigentlich alles offen. Erstens, wie viel, wir sind eigentlich fast keine Frauen nieder und da ist ja Team eigentlich, ich finde die eher eigentlich ein bisschen nicht so interessant. Also da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Alles klar, dann danke ich dir für das kurze Gespräch.